Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner. Bevor wir den allerdings begrüßen, mache ich das, was ich hier immer mache. Ich begrüße zuerst einmal meinen ganz lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja, hallo Marc, hallo Felix, vielen Dank. Geht's gut? Ich hoffe euch auch. Und heute könnte man sagen, dass wir quasi dem weltlichen Datenschutz ein wenig entfliehen und in andere Sphären eintauchen. Denn unser heutiger Gast ist Experte in so einem doch recht exotisch anmutenden Bereich, nämlich des kirchlichen Datenschutzes. Sein Blog Artikel91.eu ist vielleicht nicht die einzige Quelle in diesem speziellen Bereich, aber wohl eine der größten und bekanntesten. Dabei ist er weder Jurist noch Informatiker, sondern Politikwissenschaftler und Journalist. Ob er es bedauert, dass er in dieser datenschutzrechtlichen Nische gelandet ist oder ob er sagt, Achtung Wortspiel, Gott sei Dank, das fragen wir ihn jetzt gleich selbst und damit Schluss mit den schlechten Pointen und herzlich willkommen Felix Neumann. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, wir freuen uns, dass wir hier was über das Thema, also dass wir vor allem was über dich erfahren, aber dass wir auch jemanden haben, hier einen Fachmann haben, der sich mit dem kirchlichen Datenschutz auskennt. Kann man sicherlich gleich auch mal noch die ein oder andere Anekdote dazu sagen. Aber fangen wir erstmal mit dem Felix als Person an. Irgendwann hattest du, ich vermute es zumindest mal, angesichts der Tatsache, dass du studiert hast, irgendwann hattest du mal ein Abitur in der Hand und hast jetzt überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und bist dann zur Politikwissenschaft gekommen. Was war die Intention, genau das zu studieren? Ich bin die erste Generation in meiner Familie, die studiert. Ich bin also der erste in der Familie, der einen Studienabschluss dann hatte. Und deswegen wusste ich gar nicht, wie man das so angeht, so ein Studienfach wählen. Also man kriegt es ja nicht beigebracht in der Schule. Da hat man Dinge, die man gern macht. Und dann, zum Glück gab es damals schon das Internet. Und ich habe mir dann so ein paar Vorlesungsverzeichnisse angeschaut und habe dann festgestellt, obwohl ich vorher, glaube ich, gar nicht so richtig wusste, dass es ein Fach Politikwissenschaft gibt, habe dann gedacht, Politikwissenschaft ist total interessant. Das könnte ich zu dem, was ich schon in der Schule kennengelernt habe, nämlich die Philosophie, auch noch dazu studieren. Und so wurde ich dann Politikwissenschaftler und Philosoph. Also ich sage nie Philosoph dazu, weil das klingt immer so nach weißer Toga und wohnt in einem Fass oder so. Eigentlich aber bin ich Sozialwissenschaftler. Hast du es auf, jetzt ist man vom Alter ist ja manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, hast du das auf Magister studiert oder auf Bachelor? Ich bin Magister Artium, also so ziemlich die letzte Generation. Echt, könnte ich noch sagen, du hast noch was Ordentliches studiert, aber dann kriege ich von den anderen einen drüber, das würde ich mich nie trauen. Aber das heißt, je nachdem, wo du es studiert hattest, hattest du ein Hauptfach und zwei Nebenfächer, richtig? Oder wie war das bei, oder hast du zwei Hauptfächer gemacht? Ich habe die sparsamste Möglichkeit gemacht, die es gab. Ich habe zwei Hauptfächer, Philosophie und Politikwissenschaft. Und was ich vorher nicht wusste, was sich schön ergeben hat, war, dass ich damit das Optimum an minimalen Prüfungsleistungen für das Erlangen dieses Abschlusses eingeblockt habe. Ich hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen belastbar akademisch bin. Und wo hast du studiert? Weil auch das finde ich immer noch spannend. In Freiburg. In Freiburg. Kommst du aus der Region? Weil jetzt wohnst du in Bonn. Kommst du aus der Region Freiburg oder? Ich bin Nordbadener. Also das ist schon ein bisschen anderer Kulturkreis, aber aus politischen Gründen haben wir einen sehr, sehr starken pan-badischen Heimatgedanken. Okay, verstehe. Gut. Und jetzt hast du dann, du hast jetzt gerade gesagt, mit der minimalen Anzahl von Prüfungsleistungen hast du einen Abschluss bekommen. Das waren deine Worte, ich zitiere dich nur. Jetzt ist es ja also, wenn man ein Magisterstudium macht, dann kann man, wenn man die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Samstag sich kauft, dann findet man relativ wenige Stellen, auf denen steht, wir suchen einen Politikwissenschaftler. Oder relativ selten findet man eine Stelle, wo drauf steht, wir suchen einen Philosophen. Aber du verdienst ja trotzdem dein Geld. Wie war denn danach dann quasi dein Weg, um dann in das Berufsleben zu kommen? Der war ein Umweg. Ich habe nach dem Studium, das auch doch mit zweistelliger Semesterzahl geendet ist, wollte ich was Praktisches machen. Und dann bin ich in ein kleines Pharmaunternehmen gekommen, auf eine Trainee-Stelle. Und habe da so quasi alles gemacht. Trainee-Stelle heißt jetzt nicht, da gab es ein ordentliches Programm und ein ausgefuchstes Konzept, wie man Trainee macht, sondern ich kannte den Geschäftsführer über ein paar Ecken. Der hat sich immer interessante Biografien zusammengesucht und dann war ich plötzlich Trainee.
im Bereich Einkauf, Personal und Projekte und habe Messen organisiert, wo wir Desinfektionsmittel verkauft haben, war im Einkauf tätig, habe Alkohol 1000 Literweise gekauft, Isopropylalkohol hauptsächlich und der Ethanol war vergällt, also alles jugendfrei. Und das ging dann so 3 Jahre gut. Das war auch ganz interessant. Es war ein tolles Unternehmen eigentlich. Super Konzept. Die Idee war damals, Desinfektion ist ja Massengeschäft. Du kannst Desinfektionsmittel, das kannst du daheim in der Badewanne machen. Das kannst du aber auch im Öltankerweise produzieren, weil es einfach so einfache Produkte sind. Und dann für so einen Mittelständler muss man irgendwie eine Nische finden. Und die Nische, die wir damals gefunden hatten, die war, wir machen Märkte, die zu klein für die Großen sind und zu gefährlich für die anderen Kleinen. Und das war hauptsächlich der Nahe Osten. Und das war am Anfang ein total gutes Geschäft. Und dann kam der arabische Frühling und wir waren Marktführer in Libyen und Syrien und der Markt ist uns weggebrochen. Dann waren wir irgendwann relativ schnell Richtung Insolvenz und ich musste mich ein bisschen umorientieren. Nebenher, also ist ja dann doch kein so großer Zufall, dass ich im Bereich Kirche und im Bereich Journalismus gelandet bin. Nebenher habe ich immer in der Jugendverbandsarbeit mich ehrenamtlich engagiert, habe da Social-Media-Konzepte entwickelt bis hoch auf Bundesebene. Die ersten Konzepte, das war so die Zeit als die erste Hochzeit von Social Media, eben Arabischer Frühling, was ja auch als Twitter-Revolution damals galt. An dem Zeitpunkt habe ich Konzepte entwickelt und da suchte mein jetziger Hauptarbeitgeber, katholisch.de, das Online-Magazin im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, suchte gerade jemand, der Social Media kann und auch ein bisschen was von der Kirche versteht. Der Markt war relativ leer und so habe ich dann so einen Quereinstieg in den Bereich Journalismus gemacht. Am Anfang gar nicht mit journalistischer Zielsetzung, sondern indem ich da die Social-Media-Arbeit aufgebaut habe. Und mittlerweile mache ich gar keine Social-Media-Arbeit mehr. Das ist auch nicht so gesund, wenn man das ständig macht, Community-Management. Und mache ganz klassischen Journalismus und schreibe Dinge. Und da eben mit einem großen Schwerpunkt auf alles, was irgendwie Schnittstellen von Kirche und Recht sind. Okay. Und warum ausgerechnet die Schnittstelle Recht? Entschuldige, wenn ich dazwischengrätsche. Wie kommt das Interesse daran? Das hat mich schon immer fasziniert. Politikwissenschaft ist ja eigentlich auch was mit Recht zu tun hat. Also in der Pipeline zwischen es gibt ein Problem bis hin zu es gibt ein Gesetz, ist ja irgendwo dazwischen Politik. Und dementsprechend lag mir die Beschäftigung damit schon immer nahe. Und ich habe ja nicht nur so operative Dinge im Jugendverband gemacht, das sind auch politische Jugendverbände, da geht es darum, politisch in die Gesellschaft reinzuwirken. Mein Schwerpunkt waren da auch immer die Digitalpolitik. Also wir haben so am Anfang, Mitte der Nullerjahre, hatten wir die Aufgabe, die uns selbst gesetzt, digitalpolitische Grundsätze für Jugendpolitik zu machen. Und so kam ich dann auch schon immer auch ein Stück weit aus diesem Bereich der Bürgerrechte, der digitalen Bürgerrechte. Und da liegt der Datenschutz dann ja irgendwann dort auch ganz nahe. Okay, das stimmt. Ja, Entschuldigung. Aber jetzt warst du bei der Kirche und bist dort im Social-Media-Bereich quasi angestellt gewesen und hast aber jetzt quasi, also so habe ich das zumindest verstanden, heute arbeitest du quasi als Journalist. Hast du denn dann nochmal eine journalistische Ausbildung auch bei deinem Arbeitgeber gemacht? Also Stichwort ein Volontariat oder hast du einfach quasi gesagt, naja, Schreiben habe ich im Studium schon gelernt, so ist es nicht? Das war alles so Training on the Job. Ich habe nebenher immer viel geschrieben. Also ist ganz interessant, wenn man so als Blogger in Journalismus kommt und nicht als an der Journalistenschule ausgebildet, weil da merkt man schon sehr unterschiedliche Ansichten, was Online-Journalismus ausmacht. Also ich blogge seit bestimmt 20 Jahren, wenn nicht noch mehr. Ja, das kommt hin, so um die Nullerjahre habe ich damit angefangen mit Bloggen. Und so ganz basale Dinge wie wir Blogger, wir verlinken Dinge. Das macht der ausgebildete Journalist, die ausgebildete Journalistin nicht so gerne. Die wollen die Klicks auf der eigenen Seite halten. Und insofern schreiben konnte ich. Die klassischen journalistischen Formen eignet man sich dann halt on the job an. Und ja, scheint ganz gut zu laufen. Gut, wunderbar. Und jetzt
Bist du ja in deinem Hauptjob, so will, oder in deinem eigentlichen Job, mit dem du quasi dann wahrscheinlich auch jeden Monat die Miete bezahlst, bist du bei der katholischen Kirche angestellt und betreust dort oder arbeitest dort als Journalist unter anderem auf der Webseite katholisch.de. Jetzt hast du aber irgendwann ja dann auch noch die Liebe für den Datenschutz gefunden, also den kirchlichen Datenschutz. Du hast das schon gesagt, naja, es kam auch aus so einer rechtsphilosophischen Ecke. Aber was hat dich daran so besonders gereizt, beziehungsweise sind denn die Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, du hast dich doch schon mal damit beschäftigt, oder wie läuft das für dich? Also grundsätzliches Interesse für diese grundrechtlichen Themen, bürgerrechtlichen Themen, wie gesagt, schon immer da. Deswegen lag es auch immer nahe, dass diese Themen bei mir in der Redaktion auf dem Schreibtisch lagen. Und dann war 2018 und die ganze Welt entdeckt plötzlich, dass es plötzlich Datenschutz gibt. Ja, von heute auch auf in der Kirche. Ja. Und dann habe ich halt so angefangen, wie man das so macht. Das landet natürlich bei mir, weil man weiß, es ist irgendwie was mit Recht und digital, und dann wird das schon machen. Ich habe so eine Reportage gemacht, wie ist diese große Datenschutzreform, wie kommt die in der Kirche an? Und da ist natürlich in der Kirche ganz genau das Gleiche gewesen. Was? Wir dürfen plötzlich kein WhatsApp mehr benutzen, und Teilnahmelisten bei Veranstaltungen gehen plötzlich nicht mehr, Kinderfotos vom Sommerlager gehen nicht mehr. Die ganzen Themen, die wir ganz groß in der Presse durchgehechelt haben 2018, waren auch im kirchlichen Bereich völlig identisch. Das lief damals auch total gut, es wurde total gut geklickt. Und es war schwierig, die Protagonisten in der Kirche, wir haben ja, kommen wir sicher gleich noch drauf, einen eigenen kirchlichen Datenschutz mit eigenem Gesetz und eigenen Aufsichten. Es war total schwierig, an die ranzukommen. Die waren das nicht gewöhnt, mit JournalistInnen zu sprechen. Mhm. Und es wurde weiterhin gut geklickt, und die waren total genervt, weil alle, die mit mir gesprochen haben, waren die, die Datenschutz doof fanden, weil sie jetzt plötzlich erkannt haben, ups, wir müssen ja was tun. Und dann sind langsam die Datenschutzaufsichten dann gesprächsbereiter geworden, als die dann auch ein gewisses Vertrauen geschöpft haben, dass ich jetzt nicht die Agenda habe, Datenschutz runterzuschreiben, sondern mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwann wurde das halt nicht mehr geklickt. Aber ich fand, das ist ein total spannendes Feld, weil es gerade in der katholischen Kirche einiges bewegt hat. Wir haben nicht nur eigenes Gesetz, eigene Aufsicht, wir haben auch ein eigenes Datenschutzgericht in der katholischen Kirche. Und das ist für die katholische Kirche eine riesige Revolution gewesen, weil Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt es nur total rudimentär in der Kirche. Kirchliche Verwaltungsakte kann man nur sehr hierarchieorientiert lösen. Also im Prinzip wie früher, wenn man von einem königlichen Erlass beschwert wurde, geht man zum König und bittet den König, den Erlass abzuändern. Das ist im Prinzip heute noch ein ganz großer Teil von katholischem Verwaltungsrecht. Mhm. Und die kirchlichen Datenschutzgerichte, die waren plötzlich ein Einbruch von Rechtsstaatlichkeit in das System der Kirche. Und das fand ich total spannend, da dran zu bleiben und da auch Öffentlichkeit zu schaffen. Aber weil es bei uns halt nicht mehr geklickt wurde auf katholisch.de, musste ich irgendwo anders ein Ventil finden. Und so entstand dann Artikel 91 EU, wo ich dann mich in das Thema seither reinknie und sehr kleinteilig und auch extrem nerdig, was wirklich nicht mehr Platz hätte, auf so einem allgemein verständlichen Portal in dieses Thema reinzuknien. Jetzt musst du vielleicht mal für den geneigten Zuschauer erklären, warum Artikel 91.eu? Genau, vorab, es ist nicht schön, auf Twitter Artikel 91 zu suchen, weil Artikel 91 ist im Grundgesetz das Widerstandsrecht geregelt. Okay. Und ja, man kann sich denken, wer gerade ein Widerstandsrecht stark machen will auf Twitter. Es geht um die DSGVO. Also nicht um deutsches Verfassungsrecht, sondern europäisches Recht. Und Artikel 91 DSGVO ist ein ganz kurioser Abschnitt in dieser Verordnung. Da steht nämlich drin, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften da, wo das dem Recht im Mitgliedstaat entspricht und wo sie das schon zu Inkrafttreten der DSGVO hatten, eigenes Datenschutzrecht anwenden können. Und das muss nur im Einklang stehen mit der DSGVO, und dann dürfen die Religionsgemeinschaften das machen. Und das machen vor allem in Deutschland und in Polen die Religionsgemeinschaften. Und in Deutschland sicherlich am frühesten und am größten. Sowohl die katholische Kirche als auch die evangelischen Kirchen und ganz viele kleinere kirchliche Gemeinschaften haben eigenes Datenschutzrecht.
Da ist ja schon, da liegt ja schon genau der Hase im Pfeffer, ne? Also natürlich die großen, die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland würde ich jetzt natürlich auch und direkt habe ich direkt vor Augen, wenn es um Religionsgemeinschaften geht. Aber damit ist es ja nicht zu Ende. Ne? Religionsgemeinschaft, da steht ja nicht die großen christlichen Kirchen, da steht ja Religionsgemeinschaften. Das heißt, wo hört's auf, wo fängt man da an und wie weit geht das Ganze? Ne? Also haben wir dann muss ich mich als Religionsgemeinschaft dann anerkennen lassen etc. Ich glaube, da oder ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt Experte zu sein in dem Bereich, dass es da zum Teil einen großen Streitpunkt gibt, bin ich jetzt Religionsgemeinschaft in dem Sinne oder nicht. Und dann ist ja eben noch die Frage, hatten wir schon ein Recht, hatten wir noch keins zum Wirksamwerden oder zum Inkrafttreten der DSGVO? Wie passen die eigenen Spielregeln dann in das DSGVO-System rein? Das stelle ich mir als ein sehr komplexes und zum Teil konfuses Konstrukt und zum Teil fast unüberschaubares Konstrukt vor. Es ist völlig unüberschaubar, weil dieser Artikel 91 einen ganz zentralen Konstruktionsfehler hat. Es fehlt nämlich eine Notifizierungspflicht. Das heißt, niemand muss anmelden, übrigens, wir sind eine Religionsgemeinschaft, die unter Artikel 91 fällt und davon Gebrauch macht, sondern wenn das so ist, dann macht man das einfach. Und deswegen weiß niemand wirklich, wie viele Religionsgemeinschaften darunter fallen. Die Datenschutzkonferenz versucht seit Jahren, jemanden auszudeuten aus ihren Reihen, der da mal eine Liste erstellt. Das ist jetzt beim BFDI gelandet. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat so die Aufgabe bekommen, mal die zu sammeln. Aber es ist relativ aussichtslos, da alle zu finden. Ich habe das auch versucht. Ich habe auf Artikel 91 mittlerweile da auch eine relativ ausführliche Liste. Das sind so etwa 15 verschiedene deutsche Religionsgemeinschaften, die von dem Gebrauch machen. Das sind doch einige und auch sehr, sehr kleine. So Heilsarmee, Methodisten und sowas. Okay. Also, da hätte ich gedacht tendenziell, dass es da mehr gibt, so rein vom Gefühl her. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht in dem Thema drin, kirchlicher Datenschutz, aber da hätte ich gedacht, da gibt es sogar vielleicht noch mehr. Aber gut, okay, das ist ja schon mal unübersichtlich genug quasi, wenn da jeder sein eigenes Süppchen kochen kann und wir dann eigene Aufsichten haben etc. Führt das deiner Ansicht nach dazu, dass es dann jetzt mehr zu mehr und besserem Umsetzen des Datenschutzes in diesem ganzen Bereich geführt hat? Oder ist das eher so nach dem Motto, das ist so konfus, da blickt keiner durch, also müssen wir auch nichts machen? Wer soll es denn regulieren? Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die katholische und die evangelische Kirche, die haben schon immer da sehr strikt drauf geguckt. Vor allem deshalb, weil die ja Zugriff auf die Meldedaten haben. Und da stand schon immer im BDSG drin, beziehungsweise im Bundesmeldegesetz stand drin, wer als Religionsgemeinschaft Zugriff auf Meldedaten will, braucht ein ordentliches Datenschutzniveau. Das muss kein eigenes Datenschutzrecht sein. Also die jüdischen Gemeinden haben zum Beispiel kein eigenes Datenschutzrecht, nutzen aber auch die Meldedaten. Aber es kann eben eigenes sein. Und die Tradition in der katholischen evangelischen Kirche, die besteht, die gibt's. Und das läuft da, glaube ich, ganz gut. Es läuft auch deshalb gut, weil die beiden Kirchen ja dann doch relativ straff und strikt durchorganisiert sind. Also da kann man viel einfacher auf einzelne Verantwortliche von innerkirchlichen Stellen drauf zugreifen und Compliance einfordern. Also das ist nicht so, dass es in der Kirche wie bei weltlichen Unternehmen allein in der Stadt ein paar hundert Dönerbuden und Kioske gibt, wo man nie auch nur ansatzweise drauf gucken könnte, haben die eigentlich ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Das sind die großen Kirchen. Spannender ist's mit den kleinen. Das ist extrem heterogen. Es gibt welche, die machen das sehr professionell. Mein Eindruck ist, dass die evangelischen Freikirchen das sehr, sehr gut machen. Die haben eine eigene Konferenz der Datenschutzbeauftragten. Und mein Eindruck, über den ich aus Gesprächen mit diesen freikirchlichen Datenschutzbeauftragten habe, ist auch, dass die sind ja von ihrer Struktur her, die heißen nicht nur Freikirchen, die sind auch sehr eigensinnig, auch die einzelnen Gemeinden. Sowohl die evangelischen Landeskirchen als auch die katholische Kirche, die sind ja sehr auf diese höhere Struktur orientiert. Da gibt es einen Bischof, da gibt es einen Kirchenpräsidenten, Landeskirche, ein Bistum.
da ist was drin. Die Freikirchen, die sind ganz oft total freischwebend. Und was mir da die Datenschutzaufsichten sagen, ist, dass die nur durch diesen Status als Aufsichtsbehörde im Rücken überhaupt durchdringen zu den einzelnen Gemeinden und dort Compliance einfordern können. Ganz anders, als das, dass der lose Dachverband, der üblicherweise so ein freikirchliches Dach ist, machen könnte. Insofern glaube ich, für die Freikirchen bedeutet der kirchliche Datenschutz, wo es läuft, ein höheres Datenschutzniveau. Es besteht aber immer auch das Risiko, dass es, weil sie so klein sind und oft auch ehrenamtliche Strukturen, das einfach nicht klappt, wie bei der altkatholischen Kirche. Das sind 15.000 Leute in Deutschland mit ein paar Dutzend Gemeinden. Die haben auch eine Aufsicht eingerichtet und der Bistumsdatenschutzbeauftragte, die Aufsicht ist einfach abgetaucht. Der hat einmal nach Brexit, hat der was veröffentlicht, wo drin stand übrigens, so funktioniert jetzt Auftragsverarbeitung mit Großbritannien. Und dann ist er nie wieder aufgetaucht, hat nie seinen Pflichttätigkeitsbericht abgeliefert und hat, man weiß nicht, was danach, einfach abgetaucht, weg ist er. Hatte Besseres zu tun. Jetzt eigentlich versuchen wir ja so ein bisschen was über den Felix hier zu erfahren. Das werden wir gleich sicherlich auch noch machen. Aber wenn wir jetzt hier schon mal so einen Fachmann haben, und auch jemand, der sich wirklich jetzt intensiv damit beschäftigt hat. Ich würde mal ganz gern mal noch 2, 3 Schritte zurückgehen. Und zwar mal, wer hat eigentlich diesen Artikel 91 in die DSGVO rein verhandelt? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Religionsgemeinschaft einen Sonderstatus innerhalb der DSGVO auf Artikelebene erhält. Du hattest vorhin gesagt, Polen und Deutschland machen davon relativ stark Gebrauch. Aber wer hat das denn damals in die DSGVO reingebracht, dieses Thema? Weißt du das? Die CDU-Bundesregierung. Das war ein vor allem von Deutschland beförderter Wunsch, ja. Damals war die CDU an der Regierung, die ja traditionell so Interesse an einem institutionellen Staatskirchenverhältnis hat, wie es ist in Deutschland. Und da haben auch die Kirchen in Deutschland sehr stark drauf eingewirkt. Das ist keine Spekulation, das kann ich anhand von Dokumenten zeigen. Ich glaube dir das. Nee, das ist total interessant und natürlich auch für eventuelle zusätzliche Links zu diesem Video ganz interessant. Ich habe das mal mit per Informationsfreiheitsgesetz aus dem federführenden Ministerium, ich meine, es müsste das Innenministerium gewesen sein, rausgeholt. Und da sieht man ganz genau, dass in der Zeit, in der die DSGVO in Brüssel verhandelt wurde, ganz intensiv auch dieses Thema in den Gesprächen zwischen Kirchen und Bundesregierung eine Rolle spielte. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man sich so ein bisschen mit der Nähe zwischen Kirche und Staat innerhalb der Europa beschäftigt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch das ein oder andere europäische Land, mal gelinde gesagt, Schnappatmung dabei bekommen hat, dass das hier quasi als eigener Artikel drin gesehen ist. Also zum Beispiel in Frankreich ist die Trennung zwischen Staat und Kirche ja wirklich sehr, sehr stringent, dass die sowas zum Beispiel gar nicht so toll fanden. Ja, und das spiegelt sich auch wieder in der Formulierung von Artikel 91. Da heißt es ja, wenn es das dort schon gibt, dann darf es das weiterhin unter bestimmten Bedingungen geben. Und es hängt damit zusammen, dass die EU überhaupt keine Regulierungskompetenz im Bereich Religionspolitik hat. Das ist im Primärrecht niedergelegt. Das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 17. Also ich kenne mich in Wirklichkeit gar nicht so gut aus, aber das sind so die Kernrechtsbestände, die hat man irgendwie auf die kommt man immer. Deswegen kann ich das so runterrattern, als hätte ich echt Ahnung von EU-Recht. Und in diesem Artikel 17 AEUV steht halt drin, die Union darf nicht den Status der Religionsgemeinschaften der in den einzelnen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Das heißt, das Staatskirchensystem, das Religionsverfassungsrecht der Mitgliedstaaten, das bleibt bestehen. Und deswegen ist Artikel 91 nur da relevant, wo wir ein ähnlich kooperatives Staatskirche-Verhältnis haben wie in Deutschland. In Polen, in Italien, in Spanien, in Portugal, Malta, da gibt's solche eigenen kirchlichen Datenschutzrechte. Während in Frankreich das ist völlig absurd. Und auch totale Ungleichzeitigkeit zwischen Religionsgemeinschaften. In Deutschland sagen die, es ist total wichtig, da hängt die Religionsfreiheit dran, dass wir das selber machen. Und wenn du einem französischen Bischof erklärst, die haben ja eigenes Datenschutzrecht, was soll denn das? Ja,
Ich würde fast dieselbe Frage formulieren, aber das müssen wir jetzt hier heute nicht ausdiskutieren, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann aber in der Tat jetzt mal so als Anekdötchen, ist ja auch schon viele Jahre her, ist schon, wenn man so will, schon verjährt, noch so in den Zeiten, bevor die DSGVO ihre Wirkung entfalten hat, also vor dem 25.05.2018, bin ich natürlich von ganz, ganz vielen Firmen angefragt worden, hör mal, kannst du uns irgendwie eine Datenschutzschulung geben? Und ich habe die quasi flapsig formuliert, nur angerufen, meinen Tagessatz genannt und einen Termin im Kalender eingetragen und dann bin ich da hingefahren und habe im Grunde immer dieselben PowerPoint-Folien präsentiert, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, Moment, morgen habe ich einen Termin bei der Caritas, glaube ich, weiß nicht mehr, bei wem es war. Und ich dann festgestellt habe, Moment, bis Artikel 91, soweit habe ich nie gelesen. So. Und ich mir dann in wirklich in der Nacht- und Nebelaktion quasi dann noch schnell zumindest mal so auf die Festplatte schaffen musste, wo gibt es denn quasi substanzielle Unterschiede, und habe dann gemerkt, zumindest für den Einstieg, so mal für das, kriegt mal erstmal euren Laden ans Laufen, sind die Unterschiede dann am Ende des Tages gar nicht so groß, und dann kann man sich wieder zurücklehnen und konnte ich auch wieder meine PowerPoint-Folien benutzen. Aber spannend ist es natürlich schon, dass es da ein eigenes Rechtsnorm gibt und, so wie du es gesagt hast, ja auch eine eigene Gerichtsbarkeit, zumindest innerhalb der katholischen Kirche. Wie wirkt sich das denn auf die Gemeindearbeit wirklich dann konkret aus? Eigentlich außer unterschiedliche Rechtswege überhaupt nicht. Wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich materiell fast überall das Gleiche. Es gibt deutliche Abweichungen. Wenn man sich das genauer anguckt, dann stellt man schon fest, dass die Kirche sich jetzt nicht übermäßig strenge Regeln selbst auferlegt hat. Also da steht überall, dass man was aus kirchlichem Interesse dann doch darf und so. Mhm. In der Praxis für ein Datenschutzmanagement muss man eigentlich nur eine Synopse nehmen und in den Standardformularen die entsprechenden Gesetzesverweise austauschen. Dann kommt man extrem weit. Mhm. Dazu kommt auch, dass sich die kirchlichen Aufsichten ganz stark an den staatlichen orientieren. Die erklären auch regelmäßig, so wie es jetzt die DSK erklärt hat, so sehen wir das auch. Die bemühen sich da um den Einklang, weil die auch als ihre Aufgabe sehen, den Einklang, den die DSGVO vom kirchlichen Datenschutz fordert, umzusetzen. Und die staatlichen Gerichte, die kirchlichen Gerichte, die katholischen, die sind auch zusammengesetzt aus weltlichen Juristen. Da sind auch Kirchenrechtler dabei. Also Leute, die aus dem speziellen kirchlichen Recht kommen, die sind aber im Wesentlichen dazu da, um dann doch die Besonderheiten nochmal einzubringen oder nochmal einen besonderen Blick drauf zu haben, wie verstehen wir diesen speziellen kirchlichen Verantwortlichen. Aber ansonsten sitzen da Richter von Verwaltungsgerichten, von staatlichen Verwaltungsgerichten, die ehrenamtlich halt sowas machen, anstatt Justiziar von ihrem Golfclub ehrenamtlich zu sein. Mhm, verstehe. Und deswegen ist die Rechtsprechung auch total eng an der staatlichen. Mhm. Okay. Gut, gehen wir mal nochmal so ein bisschen zurück zum Felix. Also klar, du bist jetzt hauptamtlich Journalist, aber wenn du dich jetzt hier mit dem kirchlichen Datenschutz beschäftigst, wie viel Zeit in der Woche verbringst du etwa mit dem Thema? Also wie viel knappst du deiner Familie ab, dass du dieses Hobby hast, oder so formuliert? Ja, das ist schon viel Zeit. Also ich verschicke einmal in der Woche Newsletter, immer donnerstags nachts. Also ich gucke, dass ich den in der Woche überfülle, was mir so über den Weg läuft. Da gibt's Synergien mit meinem Hauptberuf, weil ich eben dieses Feld kirchliches Recht abdecke. Ich lese die kirchlichen Amtsblätter, da stehen neue kirchliche Gesetze drin, die man da vermelden kann. Ich habe sehr ausgefuchste Monitoring-Systeme, RSS-Feeds und Google Alerts und so, sodass ich in der Regel mitbekomme, wenn was ist. Das heißt, so der Newsletter, der wird über die Woche befüllt und ist dann vielleicht nochmal so eine halbe Stunde konzentrierte Arbeit, um den am Donnerstag fertig zu machen. Mein Anliegen ist, dass ich zusätzlich zum Newsletter, der auch immer im Blog dann erscheint, als Freitagswochenrückblick, einen inhaltlichen Artikel bringe. Das ergibt sich manchmal von ganz von alleine, manchmal muss ich mir ein bisschen aus den Finger saugen. Das ist je nachdem auch ein bisschen aufwendiger. Also diese Woche habe ich mir zum Beispiel einfach gemacht, ich habe einen Datenschutzberater einen Artikel geschrieben über Auskunftsrechte bzw. betroffene Rechte allgemein, und da habe ich einfach mal das Fazit Copy-Paste drüber. Manchmal sind es aber sehr ausführliche Recherchen. Also ihr scrollt ja gerade durch. Eine total interessante Recherche kommt jetzt vermutlich als nächster Artikel. Ich bin über einen Fachartikel darauf aufmerksam geworden,
dass gar nicht so genau geklärt ist, welche Aufsicht, da sind wir, eigentlich für Religionsgemeinschaften zuständig ist, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sind, aber kein eigenes Datenschutzrecht haben. Das sind die jüdischen Gemeinden zum Beispiel. Und da hat ein findiger Jurist in der Fachzeitschrift geschrieben, naja, das lösen wir einfach per Analogie. Da ist halt in Bayern die Behörde für die staatlichen Behörden zuständig. Und da habe ich da mal angefragt bei den beiden Öffentliche. Behörden in Bayern. Und die haben ja gesagt, nö, sind wir nicht zuständig. Die Und das wussten nichts von heißt, ihrem Glücke. die wussten von ihrem Glück, die wussten, dass es da eine Lücke gibt, aber haben wohl gehofft, dass das niemand bemerkt. Und die Staatsregierung, die weiß auch, dass es eine Lücke gibt. Und total absurd, in Bayern sagt einem dann das bayerische Staatsministerium des Innern, ach nee, das ist nicht unser Bericht, da muss erstmal die Bundesregierung das BDSG ändern. Obwohl die ein Landesdatenschutzgesetz haben, das zuständig ist für, was machen meine Aufsichten. Und so bin ich dann über eine sehr aufwendige Recherche, wo ich dann alle Aufsichten im Bundesgebiet angefragt habe, draufgekommen, nur in Bayern glauben die Aufsichten nicht zuständig zu sein. Das sind natürlich kleinere Kirchen, aber das heißt, alle jüdischen Gemeinden in Bayern, alle orthodoxen Gemeinden, die beiden Weltanschauungsverbände, die es dort gibt, sind ein datenschutzaufsichtsfreier Raum. Und die sagen, ach nö, pff, irgendwann Bundesgesetzgeber. Und der Bundesgesetzgeber ist nicht so begeistert, das zu machen, weil ein von 16 Bundesländern sieht es so. Und Finde das war ich schon das. eine. Ja. Entschuldigung, das entbehrt ja nicht einer gewissen Komik, weil ja gerade Bayern, die sind mit den zwei Aufsichtsbehörden, ne? Also die haben es ja auch noch getrennt und haben potenziell auch irgendwie da ein bisschen mehr Ressourcen, um das Ganze dann auch mitzubehandeln. Schön, ja. Und das Schöne, was mich auch total freut, ist, wenn Journalismus Wirkung erzeugt. Also mein Ziel ist ja nicht über Kommentare, über Meinung Wirkung erzeugen als Journalist, sondern indem ich durch Recherche Missstände aufdecke. Und zunächst hat die Thüringer Aufsicht die bayerische Position vertreten und gesagt, wir sind nicht zuständig. Dann haben sich aber die anderen Aufsichten untereinander abgesprochen und dann hat Thüringen von sich aus innerhalb von einer Woche mich angeschrieben und gesagt, sorry, wir müssen unsere Antwort noch mal ändern. Wir haben unsere Rechtsauffassung aufgrund der Recherche geändert. Und damit sind jetzt auch zum Beispiel jüdische und orthodoxe Gemeinden in Thüringen unterliegen einer Datenschutzaufsicht. Und ich finde, das ist doch ein schöner Erfolg von einer journalistischen Recherche, die tatsächlich relativ lang gedauert hat. Ja, Auf aber jeden man Fall. hört dir jetzt auch an die Begeisterung für diese journalistische Recherche. Also ich meine, das ist ja viel Fizzelsarbeit und ich sehe ja, welche Bundesländer du hier alle mit aufgenommen hast, die du vermutlich dann auch angeschrieben hast und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich ein Job, der relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und den du, habe ich jetzt richtig verstanden, ja zumindest auch zumindest teilweise in deiner Freizeit machst diese derartige Recherchen, also nicht nur für deinen Hauptjob. Voll in meiner Freizeit. Also Artikel 91 läuft nicht auf auf meine Angestelltenarbeitszeit. Da wird sich mein Chef auch sehr schön beklagen. Klar, verstehe ich. Das ist halt ein Hobby. Also ich meine, ich spiele dafür nicht Golf und ich habe auch sonst keine zeitaufwendigen Hobbys. Andere würden derzeit an ihrem Fahrrad rumschrauben. Respekt. Aber apropos Hobbys, ich muss ja sagen, also an der Stelle habe ich was gefunden, wo ich doch ein bisschen geschmunzelt habe. Da, wo andere Leute singen, klatschen, hüpfen irgendwie als Hobby angeben, steht, habe ich bei dir gefunden, frittieren, Erdmännchen und Theologie. Also macht dich ja da schon mal, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber fand ich schon mal sehr sympathisch. Was hat es Ja, damit auf sich? ich habe in meiner Jugend so meiner Studienzeit extrem viel frittiert. Wir hatten eine Friteuse in der WG und haben das dann immer mehr perfektioniert. Und das Ergebnis meiner umfassenden Forschung ist, man kann alles frittieren, außer Handkäse. Versucht es Okay. bitte nicht, es geht nicht. Alles andere wird besser beim Frittieren, nur Handkäse wird nicht gut. Ja, Okay. ich muss immer noch irgendwann, irgendwo gab es mal frittierte Snickers, das habe ich auch noch nicht, Hat was. steht mir noch aus. Aber ich würde Handkäse noch nicht mal unfrittiert essen, also geschweige denn, also das, boah, aber das ist ein anderes Thema. Wir schweifen ab. Okay, also. Man merkt also auch die Art und Weise, wie du davon berichtest, wie begeistert du von dem Thema bist und auch dieses journalistische, dich in das Thema reinknien und das Recherchieren und herausfinden, das ist genau deins. Jetzt mal mit so ein bisschen Blick auf die Uhr.
Nehmen wir jetzt mal an, der Felix, ich weiß, normalerweise frage ich immer oder sage ich immer, der Felix ist König oder Kaiser von Europa für einen Tag und kann an der DSGVO ändern, was er will. Aber machen wir es mal anders. Du kannst am kirchlichen Datenschutz mal Einfluss nehmen für einen Tag, ohne dass du also du kannst tun und lassen, was du willst. Wo würdest du denn anpacken? Wo würdest du denn sagen, da hat man irgendwie in der Verordnung übers Ziel hinausgeschossen oder da fehlt etwas, da müsste man was nachlegen. Was wäre das? So kleinteilig. Ich würde ganz groß anfangen und sagen, weg mit dem Zeug. Also ich finde, es braucht keine, den kompletten kirchlichen Datenschutz. Die DSGVO funktioniert genauso gut wie unser kirchliches Datenschutzgesetz oder unser Datenschutzgesetz der EKD. Das funktioniert in allen Ländern der EU, außer der Handvoll aufgezählten für Religionsgemeinschaften. Die Kirche bindet sich da einen enormen Apparat ans Bein und macht beim Abschreiben auch noch Fehler. Ich finde, die Kirche, also in der Lage, in der die Kirche ist, mit den Kirchenaustritten, mit den ganzen Skandalen, mit den zurückgehenden Finanzmitteln, warum muss man jeden Bereich, wo das deutsche Staatskirchenrecht es zulässt, dass man sich selber verwaltet, warum muss man den auch selber verwalten? Also anders formuliert, du würdest den Artikel 91 quasi abschaffen und damit quasi das Thema kirchlicher Datenschutz. Dann müsstest du dein neues Hobby suchen, aber... Ja, ich finde grundsätzlich unser deutsches religionsverfassungsrechtliches System hat vieles für sich. Insofern würde ich nicht den Artikel 91 abschaffen, sondern ich bin an dem kirchlicher Gesetzgeber in unserem kleinen Spiel und deshalb nehme ich freiwillig diesen Freiheitsraum, den mir das deutsche Religionsverfassungsrecht lässt, nicht mehr in Anspruch. Okay, und verstehe. Das ist wichtig, das Geld, das ich spare, das fließt nicht in den allgemeinen Haushalt zurück, sondern das fließt in die kirchliche Stiftung Datenschutz, die kirchliche Einrichtungen unterstützt, wo sie es wirklich brauchen, nämlich im guten Datenschutzmanagement. So wie es die weltliche Stiftung Datenschutz hervorragend macht. Und dann lassen wir uns schön beaufsichtigen von den staatlichen Behörden, kostenloser Service, super Sache. Und sorgen dafür, dass das Datenschutzniveau durch Schulung und Unterstützung steigt. Das ist ein durchaus praktikabler Hinweis. Auch vielen Dank für den Hinweis auf die Stiftung Datenschutz, die wir auch schon mehrfach besprochen hatten, in dem Frederik Richter hatten wir auch schon im Interview. Also wir finden auch, muss gefördert werden, macht eine super Arbeit. Und ich finde, das macht auch Sinn, das Ganze vielleicht auch wirklich für die paar speziellen Dinge, die es dann im kirchlichen Bereich gibt, das Ganze dann eben zu adaptieren und zu sagen, wir machen das Ganze für den kirchlichen Bereich auch, ist auf jeden Fall ein praxistauglicher Ansatz, wie ich finde, ja. Finde ich super. Und da du, wie ich das jetzt so verstanden habe und finde, dass du ein gutes Beispiel bist für jemanden, der, ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, quasi als Quereinsteiger in den Datenschutz mit reingekommen ist und sich da jetzt so reinfuchst und da so einen Spaß dran hat, auch noch an so einem exotischen Thema, finde ich, hast du bestimmt irgendeinen Tipp für Menschen, die auch in den Bereich Datenschutz oder IT-Sicherheit wollen, irgendwas, wo du sagst, ja, das hat mir geholfen, das kann ich anderen auch empfehlen, oder irgendwas, das hat mich irgendwie erstmal ein bisschen weiter entfernt von meinem Weg, lass das lieber sein. Gibt es da irgendwas, was du als Tipp formulieren könntest? Also ich mache ja mittlerweile auch relativ viele Seminare für kirchliche Einrichtungen zum Thema Datenschutz. Und in der Regel werde ich eingekauft, nachdem die total entsetzt aus der Pflichtschulung Datenschutz rauskommen und nur Pflichten und Compliance sehen. Und mein Ansatz ist da immer, Leute dafür zu begeistern, Datenschutz als operationalisierten Grundrechtsschutz zu sehen. Es geht nicht darum, dass wir eine Checkliste abarbeiten und so tun, als hätten wir der aus dem Generator zusammengeklickte Datenschutz-Info-Blog Datenschutz, sondern es geht darum, dass wir hier Grundrechte schützen, dass wir achtsam mit Menschen umgehen. Und das verstehen die Leute. Ich habe gerade diese Woche mit Caritas-Verband sowas gemacht und die waren verständlich skeptisch, weil es in ihrer Arbeit beim Fundraising, bei der Öffentlichkeitsarbeit schon viele Hürden bringt, da ordentliche Compliance hinzubekommen. Aber wenn man die dann packt, hey, ihr bei der Caritas, zu eurer Organisations-DNA gehört, achtsam, respektvoll mit Menschen umzugehen und denen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das machen wir im Digitalen, vor allem mit dem Bereich Datenschutz. Dann packt man die Leute und begeistert sie auch dafür. Und ich glaube, so kriegt man auch Schulungen hin im Datenschutz, die lebendig sind. Nicht einfach nur so Pflichten durchklicken, sondern rausfinden, wie will ich eigentlich, dass jemand mit mir umgeht im Digitalen. Und dann wird man feststellen, ganz, ganz vieles, was
zunächst noch als trockenes Compliance-Thema erschien, ist plötzlich etwas, wo ich sage, ja gut, dass es das gibt. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, im kirchlichen Umfeld sind wir ja in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel in Artikel 9. Ne? Also wir haben da schon sensible Daten von der Dogmatik her und insofern gibt es, finde ich das gut, dass es so Menschen gibt wie dich, die das so machen und die es so ernst nehmen, das Thema auch, und die es dann auch pragmatisch umsetzen wollen und den Kirchen dann das Ganze dann nahelegen, dass da vernünftig mit den Daten der Mitglieder etc. umgegangen wird. Und was oft nicht gesehen wird, nicht nur im kirchlichen Bereich sind wir ganz schnell in Artikel 9, sondern eigentlich im kompletten zivilgesellschaftlichen Bereich. Überall, wo Spenden gesammelt werden, professionell, hat man dann eine Datenbank mit SpenderInnen und dann schreibt man die Gesprächsnotiz rein und ratzfatz steht da drin, Frau Müller hat gerade einen Herzinfarkt gehabt, bitte ein bisschen zurückhalten beim nächsten Gespräch. Zack, Artikel 9 Datum. Mhm. Oder sobald du als Sportverein eine Sportfreizeit machst, sammelst du für die Anmeldungen Artikel 9 Daten zu Allergien. Ja. Mhm. Und ist natürlich erstmal eine Verwaltungshürde, das ordentlich zu machen. Aber wenn man sich bewusst macht, warum es diese Verwaltungshürde gibt, warum diese besonderen Kategorien so besonders sind, dann wird es plötzlich einsichtig und aus eigenem Antrieb sagt man dann, ja, ich passe darauf auf, dass wir nicht per CC an alle Mitglieder die Liste der Erdnussallergien rumschicken. Ja, also ich finde das sehr gut, wie du das jetzt auch erläuterst, ne? Also weil das ist auch so mal einmal mein Thema des Datenschutzes, ne? Also Datenschutz ist immer, also ob man Datenschutz als unangenehm oder angenehm empfindet, ist immer die Frage, auf welcher Seite vom Schreibtisch sitze ich. So, ne, also mit meinen Daten möchte jeder, dass ordentlich umgegangen wird, ne? Wenn ich die Daten von den anderen verarbeite, ja, leg mir keine Steine in den Weg, geh mir nicht auf den Sack. Ja, aber so willst du ja auch nicht umgekehrt. Also von daher finde ich das schon sehr, sehr gut und wie du das formulierst. Und in Organisationen ist es ja nicht nur welche Seite vom Schreibtisch, sondern an welcher Seite des Vorgangs oder zu welchem Zeitpunkt des Vorgangs rede ich mit den Datenschutzbeauftragten. Mache ich das hinterher, wird es unangenehm. Mache ich das vorher, stelle ich plötzlich fest, dass die einen guten Input geben können. Mhm. Ich werbe auch gerade bei kirchlichen Stellen immer, lernt eure Datenschutzbeauftragten kennen. Weil die Kirche ist stark in manchen Themen, in sozialen Themen, alles was mit Caritas Diakonie zu tun hat, aber die ist enorm schwach, was den Bereich Bürgerrechte angeht. Hm. Die kennt im Wesentlichen nur Religionsfreiheit und das für sich selber. Hm. Und auch die betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind in der Regel die einzigen in der Organisation, die schon mal ausführlich sich mit Grundrechtsdogmatik auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, wenn man auch mit denen nur einen Kaffee trinken geht, wenn man in so einer bischöflichen Behörde ist und sich von denen mal erklären, mit denen mal über die Nachrichtenlage unterhält, wird man einen Einblick bekommen, den man sonst in diesem beruflichen Umfeld weniger bekommt. Das ist total lohnend. Ich ringe jetzt die ganze Zeit mit mir, ob ich mit den Worten schließen soll, dein Wort in Gottes Ohr. Aber ich lass das mal so stehen. Aber das klingt nach einem guten Schlusswort, denke ich. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Vielleicht dürfen wir dich ja irgendwann nochmal einladen. Hier würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Wir haben vieles Interessantes über das Thema und über deine Person erfahren, weil es ja Ziel des Ganzen war. Und hoffen, dass auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da Spaß dran hatten und das interessant fanden. Und denke ich, Marc und mir ging es auf jeden Fall so. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei und hast bereust es nicht, dass du einen Teil deiner knappen Freizeit für uns abgeknapst hast. Vielen Dank dafür und Marc spricht die Endworte traditionell. Traditionell. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte seid so nett, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann bitte seid doch so nett und abonniert ihn. Wenn ihr Fragen an den Felix habt, wenn ihr Kommentare habt zu dem, was wir hier heute besprochen haben, dann seid so nett, schreibt sie unten in die Kommentare hier hinein. In irgendeiner Form kriegen wir das dann schon miteinander kommuniziert. Und ja, Felix, du hast jetzt also, ohne dass du vorbereitet bist, quasi die Ehre der letzten Worte. Ja, ich freue mich immer, wenn sich jemand für kirchlichen Datenschutz interessiert. Ich glaube, das ist ein Feld, das sich lohnt, weil enorm viele damit in Kontakt kommen. Auch wenn man nicht selbst Mitglied in der Kirche ist, irgendwie landet man versehentlich im katholischen Krankenhaus oder im katholischen Kindergarten. Und da ist mir ein Anliegen, einen Blick drauf zu werfen und Verständnis zu wecken, warum die Kirche das tut, auch wenn, wie gesagt, ich nicht der allergrößte Fan davon bin, dass sie es tut. Aber mein Eindruck ist, bei aller Kritik an der Kirche, die Daten sind zumindest in der großen Kirche nicht schlechter gesichert
als im staatlichen Krankenhaus oder sonst wo im staatlichen Bereich. Und deshalb bin ich froh, dass ich mit meinem journalistischen Projekt dazu beitragen kann, dass da noch mehr Öffentlichkeit reingeht und deswegen auch mehr Kontrolle, Licht der Öffentlichkeit drauf fällt und dadurch der Datenschutz in der Kirche, in Religionsgemeinschaften noch besser wird. Und wir danken dir für deine Mühen. Ja. In diesem Sinne. Gut, jetzt aber wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.